Irgendwie nicht. Ich kann nicht. Tim Lippi wusste nicht, wohin sein Leben führen würde. Sie müssen für mich dorthin und beweisen, dass Brownstein klasse Laden ist. Oh, Wahnsinn. Doch das war vor Cedar Rapids. Unglaublich. Da sind Palmen und alles Mögliche. Und die Bude riecht nach Chlor, als wäre ich auf Barbados oder sonst wo. Diese Versicherungstagung ist wichtig. Sie können auf mich zählen. Fernhalten von Dean Siegler. Meine Minibar bitte doppelt bestücken. Ein Mensch, mir ist wohl schon Honig auf deinen Stachel. Ich liebe es. Der Ronnie Man. Was hast du bloß, Freund? Noch nie ein Schoko-Vanille-Liebes-Sandwich gesehen? Das Party-Hauptquartier ist genau hier. Natürlich habe ich meine heimlichen Laster wie Antiquitäten. Schatz, gönn mir es an. Okay, ein Cream Sherry. Cream Sherry? Der ist echt schräg. Sie sehen aus wie R2-D2. Piep, piep, piep. So klingt der aber gar nicht. Ich erlebe den perfekten Moment. Versicherungsvertreter helfen den Menschen wieder auf die Beine. Sie sind ein Held. Sie sind der Superman-Typ. Es wird alles gut. Gib mir einfach die Hand. Ich traue Menschen mit Pferdeschwanz nicht. Ah! Oh, komm runter. Ed Helms. Wenn Sie Party machen wollen, geben Sie Bescheid. Alles klar. Feste feiern. Ich habe mit einer Frau Liebe gemacht. Und ihr Mund schmeckt nach Zigaretten. John C. Reilly. Ah! Wenn du in diesem Geschäft überleben willst, tanz mit dem Tiger. Wie bringt man den Tiger dazu zu tanzen? Du zeigst ihm ein wenig die Zitze. Ich will's gar nicht erst wissen. Ich bin so mies drauf! Ich bin ja so mies drauf! Wo steckt Timbo? Er ist mittlerweile mein bester Freund. Du hast ihn erst vor 2 Tagen kennengelernt. Sie sind sicher nicht versichert! Doch! Timbo! Hey! Ich bin ein standesgemäßer Gangster und ich bunker immer eine in der Kammer, falls ihr was vorhabt. Was ist da eben passiert? Ich weiß es nicht. Ich sehe hoch und Ronald hat geredet wie so einer aus dem Ghetto. Ich krieg einen ziemlich überzeugenden Oma hin aus der HBO-Serie The Wire. Ich liebe es. Willkommen in Cedar Rapids. Was ist denn passiert? Ich wurde verprügelt, war komplett breit und hab mich mit einer Prostituierten angefreundet. Das war der Wahnsinn. Da hat sich jemand 2 Päckchen Erdnüsse in Honigkruste verdient. 2 Päckchen. Super Wahnsinn. Demnächst im Kino.